Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir den Ultra-Lockdown, den harten Lockdown, den Knallhart-Lockdown, je nachdem, was Sie bevorzugen. Wahrscheinlich keinen dieser Begriffe. Die Medien machen ja weiterhin Panik und treiben das künstlich auf die Spitze. Einigung beim Corona-Gipfel. Ich will Sie nicht langweilen mit den Fakten, das können Sie überall nachlesen. Wir bekommen ja inzwischen nicht nur wöchentlich, jetzt fast täglich neue Verordnungen und Bestimmungen und Regelungen. Wir bekommen sie auch so lang und breit und dick, dass sie ganze Kataloge füllen können und die Medien erheblichen redaktionellen Raum darauf verwenden, uns zu erklären, was in unserem jeweiligen Land oder Landkreis oder sonst wo in einer bestimmten Region gilt. Neue Höchstwerte, 30.000 Neuinfektionen in Deutschland. Mit diesen Horrorzahlen haben die Medien in den vergangenen Tagen den Boden bereitet für die Maßnahmen, die heute verkündet wurden, angeblich nach relativ kurzen Verhandlungen. Ich habe das Gefühl, dass die politische Kaste, dass das Seuchenkabinett von Frau Merkel und genauer gesagt Frau Merkel selbst das jetzt immer rechtzeitig durchstechen lässt oder an die Medien durchreicht, was dann sowieso beschlossen wird. Die Medien befassen sich dann mit dem, was sie als Entdeckung oder Enthüllung oder sonst irgendwas sehen und schreiben dann viel weniger über das, und das ist ja beabsichtigt, was nach Ringen, nach hartem Ringen und auch nach Auseinandersetzungen in einzelnen Parteien, vor allem in der CDU, zustande kommt. Warum sinken die Zahlen einfach nicht? Das ist eine der Kernfragen für mich, die wird ab und zu mal in den Medien gestellt, aber keiner geht ihr wirklich nach. Das Gesamtkonzept an Maßnahmen soll nicht in Frage gestellt werden. Man geht einfach nicht tiefer da rein und befasst sich mal damit, was da schiefgelaufen sein könnte. Ich komme gleich nochmal dazu. So, und dann hören wir, dass Frau Merkel sich schon damit beschäftigt, wie es Anfang Januar dann weitergehen könnte, so ab dem 10. Der Christian Drosten wird hier zitiert: Mit Ostern ist die Pandemie nicht beendet. Also die nächsten Runden werden bereits durchdacht und vorbereitet und das Ende ist nicht abzusehen, aber wir wissen das ja. So, ich habe mal nachgerechnet, seit dem 28. Oktober haben wir mindestens 6 Beschlüsse im Seuchenkabinett gehabt. Das ist jetzt wirklich in 6 Wochen 6-mal, das ist Wochentakt, und so in den letzten 10 Tagen ist das mehr in Richtung Tagestakt übergegangen. Und man fragt sich, warum wird das so gemacht? Natürlich, um die Panik aufrechtzuerhalten und die Menschen gefügig zu machen in diesem Land, zumindest die, die das Spiel nicht durchschauen oder es nicht durchschauen wollen. Und mit Panikmache macht man natürlich auch Angst und hält das ganze Rad am Drehen und am Laufen, im schlimmsten Fall bis zur Bundestagswahl. Tja, und wie viel Spaß das auch der Politik oder den Politikern zu einem guten Teil macht, das können wir in einzelnen Zitaten sehen, wenn zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Herr Kretschmer zitiert wird, der ganz klare autoritäre Maßnahmen des Staates gefordert hat. Oder Herr Wieler, der ein virtuelles Weihnachten fordert. Tja, keine Gerüche, keine Verwandten, nicht die übliche Art und Weise zu feiern, das wird uns alles genommen. Und dann haben wir von Herrn Kekulé und Herrn Lauterbach auch gehört, Gesangsverbot in Kirchen an Weihnachten. All diese Gedankenspiele werden uns ständig vorgetragen und man fragt sich wirklich, muss das wirklich sein? So, und dann machen die Medien natürlich, das wissen wir auch schon lange, das ist auch nichts Neues, aber ich will es trotzdem belegen, wenn ich sage, ungebremst mit, unkritisch mit, sie eilen sogar der Politik sehr oft voraus und fordern noch mehr. Hier zum Beispiel: Auf dem Weg ins Krankenhaus, Corona-Infizierter stirbt auf Beifahrersitz. Es wird also ganz gezielt dramatisiert. Worauf warten wir noch, hat der Fokus vor ein paar Tagen ganz ungeduldig gefragt und diesen Ultra oder was auch immer für einen Lockdown eingefordert. Bei Kapital konnten wir lesen, was können wir vom ultraharten Lockdown in Melbourne lernen. Da wird so ziemlich alles herangezogen, was man kriegen kann, um noch härtere Maßnahmen zu verlangen. Tja, und den Bock abgeschossen hat in dieser Woche eine Meldung im Wochenblick, wo wir gelernt haben, dass Christian Drosten von der deutschen Ausgabe des Playboy zum Mann des Jahres gewählt worden ist. Wenn man sich klar machen will, welche Rolle die Medien in der ganzen Geschichte spielen, dann muss man nur diese lächerliche Meldung sich mal anschauen. Neymar testet Tausende, das Baby einer Corona-Leugnerin war ihr schwerster Fall. Da hatte Focus berichtet von einer Frau, die freiwillig seit Monaten, also mit kleinen Unterbrechungen, seit März
März hilft Menschen zu testen, die bei denen man vermutet, dass sie Covid haben. Und da schreibt sie oder da wird über ihre angeblich größte Herausforderung geschrieben, wie testet man Covid-Leugner? Das soll natürlich die Corona-Kritiker weiter stigmatisieren, aber das ist ja einfach so lächerlich. Wer Covid oder Corona leugnet, der lässt sich natürlich gar nicht testen. Die Geschichte hat so wenig Wahrheitsgehalt, wie sie nur haben kann. So, dann haben wir zum Beispiel gelesen, Dichtung und Wahrheit, wie aus Querdenkern plötzlich rechtsradikale Putschisten werden. Also auch im weiteren Umfeld um Corona herum das gleiche Muster, dieselben Methoden. Es wird einfach so geschrieben, dass jeder, der irgendwie Kritik übt, radikalisiert wird, stigmatisiert. Aus dem wird eine Staatsgefahr und eine Gefahr für die Regierung gemacht. Und dann haben wir die vielen Widersprüche, auch das muss man sich mal in Ruhe jetzt in den ruhigen Tagen nochmal durch den Kopf gehen lassen, die das Maßnahmenpaket von Anfang an hat. Ich denke nur daran, dass mein Sohn, mein Jüngster, zweimal in der Woche hier an der lokalen Schule 10 Stunden lang die Maske tragen muss, ohne Unterbrechung, auch in den Pausen geht die nicht mehr runter, auch auf dem Schulhof darf sie nicht abgenommen werden. Und dann sitzen seine Klassenkameraden morgens aber wie die Hühner auf der Stange im Schulbus und da wird ohne weiteres auch übertragen. Und dasselbe gilt für die Bahn, das gilt für andere Bereiche des Lebens, wo werden die Wagen eigentlich im Supermarkt desinfiziert und so weiter und so fort. Das ganze Maßnahmenpaket hat von Anfang an Löcher und Lücken und niemand hat sich richtig damit beschäftigt. Dann hatten wir einen Tweet von Jens Spahn vor ein paar Tagen, da hat er schon gezielt schärfere Maßnahmen verlangt und man fragt sich jetzt natürlich, nachdem die gekommen sind, der harte, der ultraharte, der knallharte Lockdown oder was immer, was kommt denn danach? Kommen dann Schießbefehle? Stehen dann Polizisten vor der Haustüre? Was wird dann passieren? Und man fragt sich natürlich, warum so etwas gemacht wird, wieso eine politische Kaste die Folgen ihrer Politik, ihrer Verordnungen im Wesentlichen kennen muss, das trotzdem tut. Ein Land völlig an die Wand fahren. Und es gibt nicht viele logische, nachvollziehbare Erklärungen, die man finden kann. Zum Beispiel, dass man dann bei der Wahl, jetzt mal von der CDU aus betrachtet, die Schuld der SPD zuschieben kann, wenn es nicht geklappt hat. Wenn es geklappt hat mit den Maßnahmen, irgendwann dann mal bei Zahlen, die man dann schon so herbeischaffen kann, wie man sie braucht, dann kann man ja sagen, ja, das waren wir haben das einfach gut gemacht. Oder man will die gesamte Wirtschaft wirklich komplett an die Wand spielen, um sie dann einzusammeln und zu verstaatlichen. Das wäre der Sozialismus mit Abkürzung. All das sind ja Dinge, die kann man inzwischen einfach nicht mehr ausschließen, weil man sich andere Erklärungen einfach auch nicht mehr vorstellen kann. Tja, dann haben wir bei Boris Reitschuster, einem Mitstreiter im alternativen journalistischen Universum, diese Woche einen Artikel gelesen. Da ging es darum, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Entscheidungsgrundlage auch oder vor allem auch auf ein Papier der Leopoldina basiert oder aufgebaut hat, gegründet hat, wie sie es wollen. Da hat Boris Reitschuster erstmal reingeschaut und hat gesagt, tja, das sind 7 Seiten und wenn man mal das abzieht, was mit dem Inhalt nur indirekt zu tun hat, was nichts Inhaltliches ist, sondern zum Beispiel die Bekanntgabe von Mitautoren und so weiter, dann bleiben da am Ende 4 Seiten übrig und einer, der mitgeschrieben hat, raten Sie mal, wer es war, Herr Drosten, der hat dann selbst gesagt, enthält das Papier allerdings keinen Rat, sondern eine deutliche und letzte Warnung der Wissenschaft. Und der Kommentar von Boris Reitschuster dazu, die Argumente, die das offenbar unter hohem Zeitdruck entstandene Papier an die Hand gibt, sind allerdings fast ausschließlich Autoritätsbeweise. So funktioniert das inzwischen. Dann hatte ich noch bei Gabor Steingart gesehen, das ist 2 oder 3 Tage her, der bezog sich auf ein Gespräch mit dem Münchner Philosophen Julian Nieder-Rümeling. Das ist einer von den nur noch wenigen, die ganz kritisch sind und sich noch raustrauen und der gesagt hat, die Rettungspolitik wird uns nicht retten und sie ist nicht evidenzbasiert. So ist er zumindest hier zitiert worden. Und die Forderung, die auf Hallo Meinung zum Beispiel geäußert worden ist, Deutschland braucht keinen harten Lockdown, das ist einer der seltenen Widersprüche, die jetzt übrig geblieben sind und die nicht mehr ertränkt werden. Wir hoffen, dass wir auch noch hier eine Weile dazu zählen.
erzählen. Tja, dann haben wir auch einen Hinweis gelesen, der auch zu dieser ganzen Panikmache beigetragen hat. In dieser Woche war das irgendwo, dass in Tirana jemand erschossen worden ist, ein 25-Jähriger, der sich nicht an die Lockdown-Maßnahmen gehalten hat. Und weil das alles jetzt in eine Situation gerät, wo man das, was Panik angeht und was die Maßnahmen angeht, ja nicht mehr beliebig weiter steigern kann, beginnen natürlich die Schuldzuweisungen. Wer ist schuld, wenn das alles am Ende schief geht, wenn das Land ruiniert ist und die Wirtschaft kaputt und wenn die Menschen das Vertrauen völlig verloren haben, auch die, die jetzt noch blind alles glauben, was in der Tagesschau kommt und aus dem Mund von Frau Merkel. Und Herr Kretschmer in Sachsen, der hatte damit begonnen, die Bürger oder vor allem den Kritikern die Mitschuld zu geben. Aber auch wenn wir hier der Bild glauben, vom 11. Dezember war das, dass Herr Kretschmer sich beklagt hat, dass seine Mahnungen in der Bevölkerung zu wenig gehört worden sind. Wir waren es wieder, die Bürger dieses Landes. Tja, und dann ist natürlich auch das Demokratieverständnis völlig kaputt gegangen, das wissen wir. Aber es gibt auch wieder weitere Beispiele, zum Beispiel hier jetzt bei Spiegel Online in dieser Woche habe ich das gesehen, wenn 15 Leute etwas wollen, das bezieht sich, was die da schreiben, auf die GEZ-Erhöhung, die jetzt erstmal gestoppt ist, vorerst, weil in Sachsen-Anhalt der Antrag zurückgezogen worden ist vom Ministerpräsidenten. Da hat Spiegel Online geschrieben, wenn 15 Leute etwas wollen und der 16. nicht mitmacht, gibt es eigentlich nur eine Frage, braucht man den dazu? Falls nicht, zieht man es ohne ihn durch. Ja, so einfach ist das ja. Das ist jetzt auch gar nicht die Frage, ob der 16. mitmacht oder nicht. Die Frage ist doch eigentlich, oder der Punkt ist doch eigentlich, dass man vorher das Prozedere festgelegt hat und jetzt passt es irgendjemand nicht mehr und dann stellt er das komplett in Frage. So können wir die Dinge hier im Land nicht austragen und so kann man auch nicht Politik machen und auch nicht die Berichterstattung. Wir müssen uns schon auf irgendein Vorgehen einigen, natürlich mit Mehrheitsmeinung, wenn es geht, und so sollte das immer sein, und dann sich auch daran halten und nicht, wenn jemand irgendwo was nicht gut findet oder ein Ergebnis bezweifelt, wie zum Beispiel die erste Wahl in Thüringen am Anfang dieses Jahres, wo Herr Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, da hat es einigen nicht gepasst und die Bundeskanzlerin rief an und die Wahl wurde rückgängig gemacht. Tja, und dann haben wir zum Beispiel auch von Herrn Kretschmer, der sich geäußert hat über Widerstand gegen den Lockdown und hier laut Spiegel Online sagte, diese Leute müssen jetzt zur Seite treten. Ja, das ist die Auffassung und die Methode und Vorgehensweise, die sich hier im Land breit macht. Tja, und dass wir vor dem nächsten gesellschaftlichen Konflikt stehen, das wissen wir auch seit Monaten. Es geht jetzt um den Impfstoff. Die Impfungen werden in Kürze beginnen. Und haben wir diese Woche auf Fokus ein Video gesehen, da hieß es dann doch, selbst bei einem perfekt wirksamen Impfstoff würde die aktuelle Impfbereitschaft in Deutschland nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Da geht es jetzt also darum, wie gehen wir mit denen um, die sich nicht impfen lassen wollen. Von Herrn Spahn und von der Kanzlerin gibt es ja diese Zusage, dass es keinen Zwang gibt, aber wir sehen immer mehr Beispiele und Signale und Hinweise, dass das umgangen wird. Und das jüngste Beispiel habe ich hier gefunden, auch im Fokus. Wenn Ärzte oder Pfleger die Corona-Impfung verweigern, kann die Kündigung drohen. So rabiat wird man das am Ende dann doch durchsetzen. Tja, und jetzt haben wir noch einen brisanten Ratschlag, der stammt von Herrn Schäuble. Der hat nämlich vorgeschlagen, dass Abgeordnete schneller geimpft werden sollen. Tja, jemand, der so betagt ist, kann das natürlich etwas leichter machen. Das Verfallsdatum ist dann nicht mehr so lange. Und ob da die jüngeren Abgeordneten mitmachen, da schaue ich mal ganz genau hin. Das wollen wir mal sehen, wie viele von den Bundestagsabgeordneten zum Beispiel sich schnell oder nicht schnell oder gar nicht impfen lassen. Das wird uns auch einiges sagen. So, und die Meldung der Woche, die stammt aus Die Freie Welt. Da hat man nämlich gesagt, ein Lügen-Lockdown tut Not. Vorspann. Nach all den Lockdowns, die verhängt worden sind, wird es Zeit für einen wirklichen Lockdown, den Lügen-Lockdown. Das Lügen muss endlich ein Ende haben. Tja, da kann man nicht mehr viel hinzufügen. Wir haben ein Maßnahmenpaket, das löchrig ist, widersprüchlich, das aufbaut auf einer
Pandemie in Anführungszeichen, die Medien nennen das ja immer wieder so, die von Anfang an nach den geltenden Regeln ja eigentlich gar keine ist. Und die arbeitet mit einer Angstspirale, die am Laufen gehalten und ständig noch höher gedreht wird. Und mit einer höheren, immer höheren Taktung von Maßnahmen, gegen die man sich als Bürger auch deswegen wegen der Taktung schon gar nicht mehr wehren kann. Gehen Sie doch mal vor Gericht, klagen Sie mal gegen das, was zum Beispiel heute beschlossen und verkündet worden ist. Nächste Woche kann das wieder was ganz anderes sein. Dann können Sie Ihre eigene Klage einkassieren, viel Geld bezahlen und Sie haben nichts erreicht. So verrückt ist das Land Ende 2020.